Es ist ein Ohrenschmaus, wenn Charlie über Physik spricht, die er als Mathe in einfach bezeichnet. Hallo zusammen, ich bin Charlie und komme aus Frankreich. Wie alle Franzosen bin ich besser beim Baguette und Käse essen als beim Deutsch sprechen. Sorry dafür. Wenn Sie denken, Sie verstehen die Quantenmechanik, dann verstehen Sie die Quantenmechanik nicht, hat Feynman, ein berühmter Physiker, einmal gesagt. Quantenphysik ist für viele sehr geheimnisvoll, denn sie hat kein Äquivalent in der klassischen Physik. Es ist einfach, ein Gefühl für die Quantenphysik zu entwickeln. Deswegen möchte ich euch gern ein paar Quantenphänomene zeigen, mit Hilfe meines Freundes, Leon das Photon. Oh, sorry. Aha, Leon. So, Leon ist ein Photonteilchen von Licht. Und, wie ein schwer zu erkennen ist, Leon ist auch französisch. Die meisten von Ihnen haben schon im Fernsehen oder im Radio von Quantum Revolution gehört, mit dem Quantum Computer und dem Quantum Internet. Sie versprechen schnellere Computer und sichere Kommunikationen. Diese technologischen Innovationen basieren auf die Umsetzung von Quantumzuständen. Die Quantumzustand von Photon ist ein Spin. Es ist die Richtung, die es haben kann. Up, down, rechts oder links. Im Labor bilden wir die ersten Grundsteine von diesem Quantum-Internet, in dem diese Quantumzustände verschränken und teleportieren. Um diese barbarischen Worte zu verstehen, lass uns in die Welt von Leon tauchen, wo die Richtungen des Spin durch Farben ersetzt werden. Die Regeln in Leons Welt sind anders als die, die wir in unserem alltäglichen Leben erfahren. Es gibt nur vier Farben: Grün, Rot, Blau und Gelb. Aber Photonen können nur nach zwei Farben gleichzeitig sehen. Diese Farben sind Komplementärfarben und befinden sich an den gegenüberliegenden Seiten des Farbrades. Also Leon kann die Welt entweder in Grün und Rot oder in Blau und Gelb sehen. Daher entsteht eine Frage: Welche Farbe hat mein Freund Leon? Er kann in alle Farben den Farbrad gesehen werden. Rot, Grün, Blau und Gelb. Aber welche? In der Quantumwelt fragt man nicht, welche Farbe hat Leon, sondern ist Leon grün oder rot? Oder ist Leon blau oder gelb? Er kann nur nach zwei komplementären Farben gefragt werden. Wenn er grün ist und gefragt wird, ob er grün oder rot ist, so lautet die Antwort: Grün. Aber wenn er gefragt wird, ob er blau oder gelb ist, dann wirft das Quantum-Universum eine Münze und verändert die Farbe von Leon nach dem Ergebnis. Es ist zufällig. 50% Chance für blau und 50% Chance für gelb. Das Ergebnis ist blau. So ist Leon blau und nicht mehr grün. Also, die Farbe verändert sich ständig. Lass uns einen genauen Blick auf einen normalen Tag von Leon werfen. Leon startet den Tag grün. Seine Freundin, Manon das Photon, sieht ihn grün, mit ihren grün-roten Augen. Später am Tag trifft Leon Anton, der Deutsche Photon. Leon kann die Welt in blau und gelb sehen. Also, das Phantom-Universum wirft eine Münze und Leon wird blau. Leon verwandelt sich bei der bloßen Tatsache, dass Anton ihn beobachtet. Am Abend trifft sich das blaue Leon noch einmal mit Manon. Manon sieht ihn mit den grün-roten Augen und es passiert das Gleiche. Das Universum wirft eine Münze und Leon wird entweder rot oder grün, zum Beispiel rot. Also für Leon
Also von Manon hat lernt den Tag grün angefangen und rot aufgehört. Dies Phänomen heißt Quantummessung. Es ist zufällig und von Betrachter abhängig. Die Eigenschaften des Photons, wie Hautfarbe, verändern sich im Laufe der Zeit mit jedem Treffen anderer Photonen mit verschiedenen Sichtweisen. Eine erste Zusammenfassung ist, Photonen sind sehr voneinander beeinflussbar und das Universum spielt mit wer sie sind. Genauso wie bei den Menschen. Wie in dem Film Erleuchtet Kopf haben Gefühl Farben. Das heißt, Rot, Gelb, Grün und Blau sind gleich Wut, Freude, Ekel und Kummer. Daher entsteht ein Gefühlsradio äquivalent für die Photonen mit dem Farbrad. Die Quantummessungsregel gilt auch für Gefühle. Liebe kann nicht quantifiziert werden. Oder es war mindestens, was meine Mutter gesagt hat, als ich sie gefragt habe. Wer magst du lieber, mein Bruder oder mich? Wir Menschen können Photonen verliebt. Leon und Manon sind verliebt. Die dort französische Liebe ist dort möglich. In der Quantumwelt, diese Verbindung zwischen zwei Seelen heißt Verschränkung. Dieses Wort ist nicht so einfach von mir zu sprechen. Also werde ich nur Liebe sagen. Wie jedes Pärchen haben Leon und Manon immer die gleiche Laune. Froh, wütend, traurig und angeekelt. Wie ich mit meiner Freundin. Das Universum belohnt irgendwie die Liebe, indem die gleiche Münze für beide wirft. Aber Liebe zwischen Photonen ist tiefer als die zwischen Menschen. Eines Tages ist Leon auf der Mars gegangen. Leon war wütend. Also war es auch Manon. Kurz darauf hat Anton sie gefragt, ob sie froh oder traurig war. Das Universum wirft eine Münze, sie ist froh. Leon wird auch sofort froh, obwohl 55 Milliarden Kilometer entfernt von Manon ist. Aus dem Augen, aus dem Sinn, das geht nicht für Photonen. Schließlich können wir mit Verschränkung und Messung Quantum-Teleportation erklären. Es ist nicht wie in einem Film. Leon wird nicht von einem Ort zu dem anderen sofort transportiert, sondern Leon verliebt sich in eine Photon, das es nie zuvor gesehen hat. Sie sollten wissen, Photonen können in mehrere andere Photonen verliebt sein. So geht es. Leon und Manon sind verliebt. Dann Manon verliebt sich in Marion. Aber Marion war bereits in Anton verliebt. Also, durch Definition von Liebe oder Verschränkung. Die Laune von Leon gleich die Laune von Manon. Und die Laune von Manon gleich die Laune von Marion. Und so weiter. Also, die Laune von Leon gleich die Laune von Anton. Sie sind verliebt oder verschränkt, selbst wenn sie sich nie getroffen haben. Es ist Phantom-Teleportation. Heute haben wir drei wichtige Grundlagen von Phantomphysik gesehen. Messung, Verschränkung und Phantom-Teleportation. Diese Konzepte bilden zusammen die Basis des Phantom-Internets. Das heißt, die Teleportation von einem Quantumzustand, von einem Zeit der Welt zu der anderen. Ich möchte gern mit einem Zitat von Sartre, einem französischen Philosophen, enden. Il suffit qu'un homme aime tous les hommes d'un amour sans partage. Pour cet amour se propage de proche en proche à toute l'humanité. In Deutsch es ist, es genug, dass eine Person alle anderen bedingungslos liebt, dass sich diese Liebe von Person zu Person auf die ganze Menschheit überträgt. Das gilt für Photonen. Vielen Dank. Vielen Dank, Charlie.